Ist ja, weil der Maschinenleder vorsteht. So. Passt. Habt ihr eigentlich einen Funkdingerstrahl? Wenn ja, wo hab ich das hingebaut? Bauen wir gleich wieder ab. Da ist er. Genau deswegen. Weil jetzt habe ich eins gebaut und schon wieder zu wenig. Traktor. Ja. Einlagern. Das ist ein großer, der produziert. Das ist okay, den kann man gleich nutzen. Ressource, Wasser. Da. Nein. So, machen wir das jetzt aber einfach, wo der mal nicht rumbau. Hä, wo gab's denn Fertighäuser? Güterwagen, Gerüst, Lagerhaus, Fertighäuser. Nee, wo waren das? Gab es jetzt unter Holz? Ah, da, dann Metall. Gibt es auch Betonfertighäuser? Nee, natürlich nicht. Pfiff! Fertighäuser. Ja, so ein kleines Kapuff, das wäre doch was. Wobei schon fast zu klein. Ja, schon eher. Ja. Jetzt nur noch irgendwo platziert kriegen. Okay, ist doch ein bisschen groß vielleicht. Wir sind uns klein zurecht. Machen. Bisschen aber mit Abstand. Ich brauche Privatsphäre und so, you know. So. Türen. So. Nein, nicht das, sondern das. Ah, warte mal. Möbel, Betten. Jetzt rechts fahren. So, Möbel, Stühle, Behälter. Eine Nachttischkommode wäre doch schön, sowas. Da noch sowas drauf. Guck, traumhaft. Ja, Fleischball, geh mal weg. So, haben wir's jetzt. Alle happy? Alle happy. Was war das? Machen wir jetzt einfach. Sanctuary Hills. Anzeigen. Sie. Schnellreise. Sie. Aber pronto. Die meisten Läden sind tagsüber geöffnet und nachts geschlossen. Nein, echt? Doch, Karl. Doch. Kann man noch eine Kasse und sowas vielleicht bauen und einen großen Laden und Wände und Decken und so ein Scheiß und Lagerhallen. Ach, da kann man so viel noch machen, das ist traumhaft. Naja, müssen wir mal gucken. Die Serie T6 der Power-Rüstung wurde nach dem Kampf um Anahorka vermehrt von den. Was genutzt? Also Fleischball. Hey! Reden. Wie geht's dir, Kumpel? Es tut mir echt leid. Ist vielleicht das Beste, wenn wir uns eine Weile trennen, Junge. Ja. Bestätigen. So, sind wir jetzt wieder beladen? Betten 13, Leute 12. Ja, perfekt, das passt. Was? Bist du zugewiesen überhaupt?
Mit der kann man nichts anfangen mit der Fuddel, Alter. So, du verkaufst Waffen? In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Hallo. Wenn du eine Waffe brauchst, bist du hier genau richtig. Handel. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Hier ist mein Angebot. Ach so, meine Winter. Ich dachte, boah, Alter, der zweite... 45 haben wir so viel. Warum haben die her? Die brauchen wir auf jeden Fall nicht, aber ich glaube, die brauchen wir noch. Achtunddreißiger können wir verkaufen. Okay. Kyromine kann weg. Plasmamine kann weg. Rechtmäßige Herrschaft wollen wir behalten. Das können wir noch verkaufen. Hm, Kleidung war da noch was. Smoking, Waldanzug war okay. Das muss weg. Ach, das kann ich mir jetzt gar nicht mehr geben. Das heißt, ich kann noch einkaufen bei dem. Geil. Schrotpatronen kannst du mir noch geben, ja. 10mm Patronen von mir aus auch. Brauchen wir vielleicht noch annehmen. Ja, ist egal. So, dann müssen wir zu Nick, dem Fee, was? Chef der Wachen. Jetzt haben wir Cambridge. Fence Street Kanalisation. Folge Nick. Ja, dann reisen wir schon nach Diamond City. Machen wir's jetzt. Gut. Das sind die ganzen Dinger, ich habe ein bisschen glücklich und dann kann man die irgendwann mit der Zeit herkommen und alle schön ausbauen. Ja. Eine recht spannende Sache auf jeden Fall, doch, finde ich gut. Bin gleich wieder, das ist ja gut, bitte. Brauch Gott das zum Trinken. So, warte jetzt mal kurz, ja? Raumhaft. Gut. Okay. Nück, Schnucki. Warst du schon mal in den Stands? Warte, ich war mit der Rede mit Gesichtsuppe. Hi. Das ist hoffentlich ein Notfall. Nee. Ja, wirf mal bitte einen Blick drauf, Doc. Was fühlt sich denn komisch an? Beschreib mir, was los ist. Mir sind keine Verletzungen aufgefallen. Freut mich zu hören. Sonst noch was? Nö. Ach, vergiss es, Doc. Dann auf Wiedersehen. Puh, vergiss es, Doc. Ey, voll unhöflich. Geht's eigentlich noch? Ich will eigentlich über den Gesichts-OP reden. Und wo ist Nick? Nick Valentino Rossi. Hä, wie kommt denn der da hoch? Was raucht denn der zurzeit? Ich soll nicht mit Leuten reden. Scheiße, ich wollte Dings mitnehmen. Cogsworth. Egal, da haben halt Nick dabei. Ist auch nicht schlimm. Hä? Ach, da ist eine Treppe. Seh, kein Fern. Da steht leider ein Emotionstyp dran. Schade. Sie, Mr. Valentine. Sie. Habe sie vermisst? Confirm, sie? Nick. Da wären wir. Halt die Augen auf, ja? Mal sehen, ob ich die aufkriege. Immer langsam. Das ist mal ein Schloss. Hast du was zu verbergen, Kellogg? Versuch du es doch mal. Oh, Entschuldigung. Das wär's. Tja. Sehen wir uns etwas um. Kellogg muss irgendwas zurückgelassen haben.
Was aber nur? Was hat er nur zurückgelassen? Kommt dir der Laden auch verdammt klein vor? Bei Kellogg hätte ich was Größeres erwartet. Ah, ein Knopf. Oh, das noch was. Hier ist nichts. Hast du dir den Schreibtisch angesehen? Ah, auch eine Möglichkeit, einen Raum zu verstecken. Sehe. Gwyneth Stout. 44er Patronen und Zigarren. San Francisco Sunlights. Interessante Marke. Das allein hilft uns aber nicht. Irgendwelche Vorschläge, Nick? Hm. Was ist mit Dogmeat? Ein Commonwealth-Köter wie er kann den Geruch von Leuten über Meilen hinweg aufspüren. Warum holst du ihn nicht und lässt ihn mal schnüffeln? Vielleicht kann er die Fährte ja aufnehmen. Bevor du dich auf den Weg machst, ich weiß, dass das was Persönliches ist. Wenn du dich Kellogg allein stellen willst, sag das einfach. Ich weiß nicht. Ich könnte bei der Sache nicht Hilfe gebrauchen, aber vielleicht sollte ich das erledigen. Ich will, dass du mir zur Seite stehst, Nick. Okay, schnappen wir uns den Bastard. Ab jetzt ist das deine Show hier, okay? Du sagst spring und ich sag wie hoch. Wer hat deiner Meinung nach den Krieg eigentlich gewonnen? Wohl niemand. Jopp, richtig. Hat auch niemand gewonnen. Sowas kann keiner gewinnen. Kann ich von hier aus schnell reisen? Ja. Ach. Wieder 50.000 Ladescreens, Mann. Ey. Und ich gebe noch Dogmeat ab. Wovon? Doch, ich war mit Dogmeat unterwegs mit ihm. Ach, da ist Ork, zum Glück. Ich liebe dich. Dogmeat, schnüffel mal da dran. Bring mich zu ihm, Junge. Bring mich zu Sean. Nick! Los, Fleischhund! Hey, hallo, Lady! Hey, Kleiner, na? Nachher wieder eine Runde? Du weißt ja, Wasser verticken? Ich will nur meine Ruhe. Oh ja, Mrs. Pacey. Nick? Nick kommt. Nick Valentino Rossi Valentine. Oh, bin ich mal gespannt, wo es uns jetzt hinführt. Aber ich hab das so eine. Ich weiß nicht, dass du die Sache mit der Crew kommst, kommt einem vor wie ein Schlaf. Wisst ihr, da schläft man und denkt so, ja, man hat kurz geschlafen, bam, 10 Stunden rum oder sowas, als Beispiel. Crew kam es im Grunde ähnlich. Pens weg, also bist wach, Pens weg, warst wieder auf, ich so, Hilfe, es können ja, keine Ahnung, Jahrtausende vergangen sein. Gefühl kann sein, der Sohn ist schon in der 5. Generation tot oder so. Weiß man ja nicht. Wobei, vor 200 Jahren eigentlich ja nicht. Da könnte er aber. Das ist eine Frage. Wir hatten halt keinen Kalender dabei. Das war nachteilig. Aber es gibt eine längere Ladeszene. Oh Gott, ich muss mir eine SSD kaufen. Echt. Ich spare gerade, also beruhige ich gerade noch mit dem Ausgang, was das Geld technisch betrifft, weil die Rentenversicherung aktuell gerade etwas lange braucht. Und ich habe das Gefühl, es wird komisch. Wir wollen mir auf den Sack gehen. Und Sack gehen heißt, dass ich mir mal vorgehen muss. Kostet Geld, ne? You know? Wenn nicht, ihr auch recht. Los, Fleischball! Kellogg ist noch immer da draußen. Wir müssen ihn finden, Junge. NYP Katze. Depp, 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 depp. Oh, nur ganz kurz. Ich weiß, ich sage mal, ich hebe mir eigentlich auch, aber ich würde gerne eine Sache noch einsetzen.
Und zwar... Der Rüstmeister... Zwar ein Waffenfreak. Oder machen wir es doch noch Charisma einmal? Mach noch einmal Charisma und dann Waffenfreak. So. Los, Hundefleisch. Riechst du's? Hundefleisch, los! Schön wäre es natürlich, wenn die Ausdauer hochgehen würde. Je nachdem, wie viel man dran hält. Hundefleisch. Ah. San Francisco Sunlight. Kellogg's Lieblingssorte. Bingo. Gut, Junge. Schnappen wir uns den Kerl. Los, Hundefleisch. Ja, los. Wir müssen zusammenbleiben, Kumpel. Wenigstens bis wir Kellogg finden. Ach, der versteht uns. So ein liebes Tier. Bis wir Kelloggs finden. Auf der Suche nach Kelloggs Topaz. Los, los. Oder vielleicht auch Fruit Loops? Ja, von Kelloggs. What? Nimm da halt! Wirklich die letzte sein, die du siehst? Ja, das ist ein gutes Argument. Die gehen uns nicht mehr auf die Nerven. No. Fleischball, bei dir alles in Ordnung? Fleischball verletzt? Scheiße, ist nicht sehen, ist im Gesundheitszustand. Ich glaube, er holt sich gut. Scheiße, dass es kein Chappi mehr gibt. Ach. Warte mal, Hundefleisch, gibt's hier was? Ich wollte nur was gucken. Wo ist Hundefleisch? Wartet mal. Da ist Hundefleisch. Hundefleisch, ich folge dir. Sieht mir nach einem von Kelloggs Rastplätzen aus. Halt die Augen offen. Muss ich die Waffe weglegen dafür? Hundefleisch? Was gefunden? Ja, aber dann rutsch mal. Blutiges Verbandszeug. Ich hab dir doch eine gesagt, gute Fährte für Dog Meat. Nase der Welt hat. Was meinst du, Junge? Kannst du uns weiterführen? Ja, los. Ich brauch deine Nase, um Kellogg zu finden, Junge. Los, Hundefleisch. Wir können es zusammen schaffen. Stell dich tot! Drecksviech. Herlock ist noch immer da draußen. Wir müssen ihn finden, Junge. Zwei Glück, geil. Den habe ich gleich gehittet. Kellogg's Toppers. Ich bin gespannt, wo der ist. Von wem man finden? Da war er damals. So. Sicher ist sicher. Ich hoffe, Valentino kommt hinterher. Wir müssen zusammenbleiben, Kumpel. Wenigstens bis wir Kellogg finden. Jo, chill. Dog Meat? Wohin? Weiter? Kannst du? Kommst du? Schön. Bin ich mal gespannt.
Vor allem würde es mich interessieren, haben die eigentlich auch einen Wind? So, weiter geht's. Waren wir hier nicht schon? Das war das Notfallsignal, was wir nicht gefunden hatten, ne? Wenn ich das jetzt finde, dann rieche ich aber Syphilis, Alter. Ah, gut. Doc Meat hat was gefunden. Du weißt jetzt ja, wie das läuft. Eine Attrappe, was? Oh, sehr schlau. Mann. Ich wollte sie gerade entschärfen. Verfickt. Ich brauche deine Nase, um Kellogg zu finden, Junge. Bleibt Nick. Wann war ich hier schon mal? Jetzt muss irgendjemand... Ah. Ich weiß nicht, was suchen. Wow, Bleispeicher, ziemlich weit weg. Loch? Nice. Jupp, bin da. Wir müssen zusammenbleiben, Kumpel. Wenigstens bis wir Kellogg finden. Ich sehe ja nicht mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. Bis dann, Kumpel. Schucht ist rein, denke ich. Man will ja nichts vergeuden, nicht wahr? Richtig. Auf uns kaut niemand rum. Na, stirb doch mal. Hausputz erledigt. So. Baseballschläger steht dort. Geil. Mit der Hand die Luft immer die Dings hoch. Die Handballenablage. Ist mein Shit. Los, Fleischball. Was gibt's hier noch? Ich meine, wir waren schon gewesen. Was wünscht er noch aus? Oder auch nicht? Fleischball, wart kurz. Ich weiß, wenn er deine Wirbelsäule einfach hinten liegen lässt, aber mir kommt gerade bekannt vor. Huch! Ja, ein Red gewittert sich auf. Leuchtet was blau, das könnte eine richtige Pflanze sein. Oder nix. Wecker. Los, Fleischball. Lass uns beeilen, dass wir ein bisschen Schutz finden. Angreifer. Waffen unverzögert. Bekannter Söldner. Anwendung extrem. Verdammt. Das muss ja eine fette Party gewesen sein. Alle. Alarm. Kritische. Was haben wir denn hier? Fehler. System fehlerhaft. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Ich glaube, wir sind nicht allein.
So, mal zuerst mal wichtig, dass wir den anderen kurz platt machen. Jeder überlebte Kampf ist ein weiterer Sieg. Ehrlich. So, ist Impro nochmal noch mit. Verschrotten wir dann. Die Materialien raus ist immer wichtig. Mini-Atombombe, Schädel, perfekt. Fleischball? Fleischball, warte, ich rede wieder mit dir. Ich weiß nicht mal. Was haben wir denn hier? Fehler. Noch ein Zigarettenstummel. Los, Fleischball. Ich weiß nicht immer, los, Fleischball. Schnüffelattacke. Oh, aber nicht. Oh, Schnüffel. Das riecht hier aber nach Ozean. Das war also fischi, fischi. Du weißt jetzt nicht da riechen. Pfui, pfui. Böse ist von die. Und weiter geht's. Mal gespannt, wie lange wir noch reisen. Glaubt man, das ganze Gegner, wo ich schon war, oder was? Achtung, wir führen uns zur Vault direkt, wo wir waren, ey, dann heul ich. Los, hopp. Keine Müdigkeit vortäuschen. Nur Fleischball ist da, okay. Was ruft euch irgendwas? Ich will jetzt den Fleischball jetzt mal anwählst. Was meinst du, Junge? War das unser Mann? Wohin? Ich speichere hier mal inzwischen langsam. Wenn noch Crash das Game wieder, da habe ich gar keinen Bock drauf. Nee, nix in der Nähe. Was war das? Da! Wer hat uns das letzte Mal unterschätzt? So. Ah. Wohl wahr. Man sollte das Zeug wohl nicht verkommen lassen. So, sieht's aus, guter Nick. Ach, ja, stimmt, ich wollte noch meine Sachen einlagern. Ah, ich vergesse es jedes Mal. Aber so ein Haufen diverses Zeug dabei, das braucht man eh alles immer. Das kostet aber nötig Gewicht. Fort Hagen? Hä, willst du mich verarschen? Hier war ich doch schon mal. Sind wir hier richtig? Ist er da drin, mein Junge? Ich wusste, dass Dogmeat unseren Mann finden würde. Jetzt sollten wir übernehmen. Gönnen wir unserem vierbeinigen Freund eine Pause. Keine Sorge, Dogmeat. Ich wollte nur Hallo sagen. Ja. Und wir zwei? Aufgepasst! Hast du was? Stört dich was? Was meinst was du? Was meinst du? Unser Mann ist irgendwo da drin. Das war alles. Das war alles. Sicher, sicher. Gut, Dogmeat läuft ja nach Hause, da bin ich mir sicher. Ich soll nicht mal sagen. Da kommt jemand.
Sie ist aber geschützt wie Alcatraz, du leck mich.